Entschuldigen Sie bitte, aber der nicht vorhandene Unterhaltungswert der Realität zwang mich dazu, einige Unwahrheiten vom Stabe zu lassen. Ach, noch was übrigens. Zunächst sollte jedem klar sein, dass ich mir lieber die Hand abhacke, als Scheiß zu bringen, der nicht halb so heftig ist wie Banderkacke. Und ob ich ein Reim oder 100 schreibe, über- oder untertreibe, gibt's ein Lächeln zu ernten, darf auch mal die Ehrlichkeit drunter leiden. Und da ich kaum warnen kann, dreh ich's an meinem Träger schnell um, mit etwas Reue, Tatendrang und so einer Art Gegendarstellung. Wer weiß es, ob's erfunden ist oder echt. Wenn ich behaupte, ich sei so übel im Bett, ich schlaf sogar schlecht. Aber seid sicher, dass mir langsam die Angst kam, auf der Flucht ins Niemandsland, nachdem das Finanzamt meine echte Bilanz fand. Und es gibt sicher bessere, falls vor Gefahr der Staat zu fliehen. Nur wegen geschwänzten Arzttermin und etwas schwarz verdienen. Es kam sogar schon vor, dass eine Ausrede den Lügendetektor-Schock. Wenn ich sag, ich könnte nicht atmen ohne genügend Elektrosmog. Ich ess mit Besteck, aber leb von der Hand in den Mund. Und ich öffne dir die Augen. Und vieles hat einen anderen Grund. Spitz deine Ohren. Ich sag schon nicht mehr hallo, ich sag immer es entschuldigt. Spitz deine Ohren, ich öffne dir die Augen. Ich sag schon nicht mehr hallo, ich sag immer es entschuldigt. Spitz deine Ohren, ich öffne dir die Augen. Vergiss es. Ich sag schon nicht mehr hallo, ich sag immer es entschuldigt. Spitz deine Ohren, komm mit halb und ich öffne dir die Augen. Die Leute fragen sich, wo ist der Trick? Selbst wenn der Karl Prosa kickt, reimt er großer Tick. Naja, ich mach auf Gutenberg, bastel aus Buchstaben, Mosaik. Stein, klein Meilenstein und denk, ich bring die derbsten Lacher. Aber der Flow macht leider die Quantisierung im Herzschrittmacher. Ich nenn's ja Notlüge, zu sagen mir nochmal kurz Zeit verprügelt. Finde man mich bewusstlos auf Brustlos oder kotzen am Kotflügel. Bestenfalls denk ich noch tapfer am Zapfern, weil erst nach Pilz vom Fass. Und ein paar Jägermeister hab ich genügend Skills en masse. Manchmal kommt's mir vor, als sei ich mein eigener Pflichtverteidiger, dessen Glaube an seine Unschuld darauf basiert, dass er nicht vereidigt war. Und da ich wohl kaum den Inhalt meiner Verträge kenn, werde ich, falls sich mal die Wege trennen, sicher auch ausgebeutet wie Legeherr. Nicht weiter schlimm, es gibt immer noch eine. Imstande ist zu glauben, dass ich lügen müsste, würde ich was anderes behaupten. Tja, sorry Leute, leider scheint auch dieser Kerl kein Ultimum. Ich grüß schon gar nicht mehr. Ich sag immer es entschuldigt. Entschuldigung.